Ich bin Vicky, bin 19, komme aus Mühlhausen, lebe in Erfurt, das ist in Thüringen, arbeite als Versicherungskauffrau und bin lesbisch. Aufgewachsen bin ich in Bayern, geboren in Sachsen. Ich habe in Bayern auf einem kleinen Dorf gewohnt mit 100 Leuten, war katholisch. Ich wurde streng erzogen eigentlich, so, was Verhalten anging, und recht ordentlich erzogen, behaupte ich mal. Ich habe damals in der 6., 7. Klasse ein Praktikum gemacht als Verkäuferin. Und da war eine Frau einkaufen und ich habe sie mit Mann angesprochen, fand sie auch recht hübsch. Und dann habe ich mal so nachgeforscht, was dahinter steckt, habe mich da mal so umgehört. Und ja, das ist mir dann öfters passiert. Und da habe ich gedacht, naja, ist ja jetzt nicht normal, dass man auf Frauen irgendwie abfährt, die aussehen wie ein Mann, ne? Also maskulin. Da habe ich mir gedacht, nee, da ist was falsch an der Sache. Da bin ich dann nachgegangen und ja, dann hat sich das so entwickelt. Im Kopf habe ich es eigentlich so verdrängt und habe mir gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist eine Phase. Und ja, wollte das nicht so wahrhaben. Glaube ist für mich sehr wichtig. Das ist so wie so ein Rückziehungsort für mich, wenn es mal stressig wird oder mal bestimmte Situationen drauf zukommen, wo ich nicht so weiß, was ich von halten soll. Dann suche ich halt da so meine Ruhe, erzähle ihm das, ja, ich bin der Meinung, er hört mir zu, das tut mir gut, dann fühle ich mich befreit, und für mich ist das kein Widerspruch. Der Glaube hat mir in meinem Coming-out auf jeden Fall den Rücken gestärkt. Ich bin dann immer in die Kirche gegangen, habe dann halt leise für mich da gebetet und habe das dann so Gott übermittelt, was da so Phase ist. Also der wusste das schon eher als Familie, Freunde. Ich habe eine gute Bekannte in Anführungszeichen gehabt, die insgeheim meine Freundin war. Und irgendwann war Familientreff, weil irgendjemand Geburtstag hatte. Saßen Oma, Opa, Tante, alles am Tisch, Eltern. Ja, dann haben wir Kaffee getrunken, dann haben sie gesagt, ja, jetzt könnt ihr euch Kuchen nehmen. Und da habe ich dann gesagt, nee, stopp, ich will euch noch was sagen. Und dann habe ich meine Freundin, meine damals Bekannte, einfach nur geküsst. Und ja, dann ging es so, was, ehrlich, war das dein Ernst jetzt? Ich so, ja, entweder ihr kommt jetzt damit klar oder halt nicht. Es war klar, im ersten Moment still, und man hat so das Tuscheln da gehört, das Tuscheln da. Habe ich mir gedacht, ja, was tuscheln sie jetzt? Ich wollte es wissen, ich habe aber nicht nachgefragt. Aber dann so über den Abend war das eigentlich weg und haben weiter gefeiert, als ob nichts gewesen wäre. Also hat gepasst. Da konnte ich so leben, wie ich bin, und nicht so, ja, ich habe mich wie so eine Maske da gefühlt oder irgendeine Comicfigur, also echt nicht wohl gefühlt, so wie ich dann war. Und jetzt passt das ohne Schminke, Haare kurz. Das Leben in Mühlhausen als lesbische junge Frau ist ganz schön beknackt, weil es echt Gruppenbildung ist. So, die eine Gruppe ist total abgestürzt, die andere überheblich, so vom Feinsten. Und dann gibt es halt noch Gruppen, die sind eigentlich normal, aber die sieht man kaum. Es gibt Orte. Hier in Erfurt zum Beispiel gibt es so eine Party einmal im Monat, wo sich halt Schwule, Lesben und sowas treffen. In Mühlhausen gibt es einen Kaffee zum Beispiel, da treffen sich die meisten. Aber das ist auch wieder eigentlich nur eine Gruppe, die sich da trifft. Aber ja, da trifft man meistens irgendwie mal eine Lesbe oder einen Schwulen. Dann haben wir halt in Facebook eine Seite gegründet gehabt und wollten damit eigentlich nur so Leute im Umkreis von so einer Stunde Fahrt vielleicht erreichen. Jetzt hat es halt über Maß genommen und ist irgendwie in Österreich und überall gelandet. Ja, also entweder sie schreiben uns halt, dass sie Leute kennenlernen wollen und wir gucken halt dann, oder die schreiben das selbst irgendwo. Und ja, eigentlich läuft es ganz offen und wir gucken halt nur, dass nichts schief geht, ne? Dass da keiner runtergemacht wird oder so. Eigentlich geht es ja darum, dass Lesben zum Beispiel nichts gegen Schwule haben oder Schwule nichts gegen Lesben. Also da achten wir auch drauf, dass da keiner jetzt blöd reagiert oder so. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, dass sich keiner benachteiligt fühlt, dass halt von jedem ein Admin da ist, also zum Beispiel ein schwuler Admin, also ich dann als Lesbe, und dann haben wir auch noch eine Transfrau als Admin, dass halt jeder irgendwie einen Ansprechpartner hat. Es ging los, dass eine Kontaktanzeige gestellt worden ist auf einer anderen Seite für Lesben.
Und dann habe ich da halt so geguckt, wer dann kommentiert und da war sie dabei und dann habe ich sie angeschrieben und dann irgendwann Handynummern getauscht und dann hat sie mir irgendwann in WhatsApp geschrieben, ja, ich habe rote Haare und blaue Augen und sowas. Das habe ich auf dem Facebook-Profilbild nicht gesehen, weil es schwarz-weiß war. Dann habe ich mir gedacht, oh nein, nicht der Ernst. Und dann hat mich ein guter Freund, hat mich dann davon abgehalten, dass ich ihr einen Korb gebe, sage ich mal, weil das schon relativ oberflächlich wäre. Und dann haben wir uns halt so kennengelernt und jetzt sind wir zusammen.